Hallo und willkommen zu meinem Jahresrückblick 2017. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber es waren noch ein paar andere Videos, die vorher online gehen sollten. Deswegen gibt es das jetzt. Es müsste dann wahrscheinlich Ende Januar online gehen. Aber es ist immer noch der Jahresanfang 2018. Deswegen dachte ich mir, wir sprechen mal über meine Tops und Flops aus dem Lesejahr 2017. Und vorweg nochmal die Statistik. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ich habe 2017 84 Bücher gelesen bzw. gehört. Wenn ich sie gehört habe, waren es immer Vollversionen, also ungekürzte Fassungen. Und das waren 33.587 Seiten. Was bedeutet, ich habe 92 Seiten pro Tag gelesen, was ich rückblickend schon echt erstaunlich finde. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel schaffe. Aber viel hat eben auch die Hörbücher gebracht. Der Urlaub, wobei ich tatsächlich schon vor meinem Urlaub mein Goodreads, meine Challenge erfüllt hatte. Ich weiß gar nicht, auf wie viel ich die gesetzt hatte. Ich glaube 30. Ja, definitiv viel mehr habe ich geschafft. Und jetzt geht's auch mit den Flops los. Mein erster Flop tut mir wirklich im Herzen weh. Und das ist dieses hier von Cody McFadden, der fünfte Smokey Barrett-Fall. Die Stille vor dem Tod. Ja, genau. Ich liebe die Smokey Barrett-Reihe und ich habe die ersten vier Bücher auch total gefeiert. Super spannende Thriller. Ich mag die Charaktere, ich mag ihr Team, mit dem sie ermittelt. Ich mag sie, ihre sehr schlimme Vergangenheit, aber wie sie das aufarbeitet. Und trotzdem ist der Fall immer im Mittelpunkt und richtig spannend gewesen. Doch bei diesem Buch, ich weiß, sehr, 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 sehr viele stimmen mir dazu und ich wusste vorher, dass es eine sehr schlechte Kritik hat. Ich wollte es trotzdem lesen, in dem Fall habe ich es gehört, kostenfrei bei Spotify, zum Glück. Es war wirklich, wirklich schlecht. Ich fand es nicht gut, es ist nicht das, was ich vorher von dem Autor gewohnt war. Es war sehr langatmig, sehr langweilig. Der Fall selber war too much und kam auch immer nur zum Teil vor. Dazwischen waren Längen an Psychogelaber von Smokey und selbst direkt am Anfang war schon ein Logikfehler, der mich echt. Ach, nee. Also, das war leider nichts. Ein weiteres Buch, was für mich ein Flop war und an das sich vielleicht einige noch erinnern, ich muss es euch einblenden, denn ich habe es schon weitergegeben. Das war Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Das war, glaube ich, meine erste High-Fantasy-Geschichte und ich wollte sie gerne mögen. Ich finde das Cover wunderschön. Aber ich kam einfach nicht rein. Ich fand es nicht spannend. Ich fand, es gibt auch eine Einzelrezension dazu, die verlinke ich euch natürlich hier unten. Es war einfach nicht meins, dieser Drache, der aber ein Mensch ist und diesen Turm lebt und sie muss dann zu ihm und ihm dienen. Und das Ende war okay, aber das war überhaupt nicht meins. Ich weiß, viele haben es gefeiert. Ich fand es nicht gut. Und ja, was sehr schade war. Ich mache doch den Schreibstil nicht so richtig. Also. Ja, war sehr schwierig, das war auf jeden Fall ein Flop. Ebenfalls schon weitergegeben habe ich diesen Flop, mein erster Manga, leider auch ein Flop. Es lag aber nicht daran, dass es ein Manga war, weil die Zeichnung fand ich an sich schön. Aber die Schokohexe klang ganz witzig. Sie arbeitet oder sie hat einen Schokoladen, Pralinenladen. Und die Menschen kommen dorthin, kaufen Pralinen und haben Wünsche und die erfüllt sie aber mit einem Haken. Klingt total gut, war aber leider nicht gut umgesetzt. Die Storys wiederholen sich, es hat keinen roten Faden, es sind fünf oder sechs einzelne Geschichten. Und ich dachte, man erfährt mehr über sie, über die Katze, die auch irgendwie immer dabei ist. Es gibt mehrere Bände und ich weiß immer noch nicht, weil es mir noch niemand sagen konnte, ob das besser wird oder ob es immer nur einzelne Geschichten sind, die sich vom Thema her wiederholen. Also das war ein Flop. Natürlich habe ich 2017 viel Australien-Literatur gelesen, denn es ging ja für 3 Monate in das wunderschöne Land. Ein sehr großer Flop war aber auch dabei, und zwar dieses hier, Australien von Tino Schrödel. Es ist für Jugendliche gemacht, aber trotzdem ist es überhaupt nicht gut. Ich fand, die Charaktere waren sehr merkwürdig. Es geht um einen Jungen, der mit seinen Eltern nach Australien reist, weil der Vater dahin vielleicht auswandern möchte und er findet das alles ganz furchtbar und es ist sowieso alles blöd da. Und ja, mit einer Freundin oder Bekannten werden die dann zu Freunden. Ich glaube, er mag das Mädchen nämlich auch nicht. Verirren sie sich mehr oder weniger im Outback und schlagen sich dann alleine durch bis zur nächsten Stadt. Das sind ja auch nur so 1000 Kilometer im Zweifel. Das war super schlecht und das ist auch sehr negativ, sehr anti-Australien geschrieben. Also was da teilweise vorkommt, stimmt auch gar nicht. Ja, das war wirklich schlecht. Und ein weiterer Flop, den ich zum Glück bei Spotify gehört habe und nichts dafür bezahlt habe, war Kalender Girl. Ich weiß, dieses Buch wurde, ich glaube, letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vorletztes Jahr oder die Reihe an sich total gehypt. Ich habe mir die ersten 3 Monate angehört. Es geht da um eine Frau, die hat Schulden, ich glaube, von ihrem Vater geerbt. Und
Ja, sie muss $1 Million aufbringen und ihre Tante hat einen High Escort Service, wo man richtig Geld verdienen kann. Und ja, jeden Monat wird sie quasi an einen anderen Mann ausgeliehen und kriegt dann jeweils ja, genug Geld, um am Ende des Jahres, glaube ich, die 1 Million zusammen zu haben. Auf jeden Fall unfassbar viel Geld. Das ist sehr realistisch für jemanden, der noch nie im Escort Service gearbeitet hat. Und ja, also jeder Monat handelt von einem anderen Kerl und ich fand es einfach super schlecht und augenrollend und ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, das Mädel, geht gar nicht. Ich fand es wirklich, wirklich schlecht. Ich habe es auch dann, ich habe die ersten 3 Monate gehört, weil das das erste Buch wäre und dann kommen eben, ich glaube, es sind 4 Bücher, jeweils 3 Monate, macht Sinn. Ja, aber mehr wollte ich mir davon dann nicht antun. Kommen wir zu den Tops. Das ist doch viel, viel interessanter und viel wichtiger und ja, relevanter. Und zwar mein absolutes ja, Jahreshighlight und Lebenslesehighlight wahrscheinlich auch. Da kommen noch ein paar mehr, aber das war auf jeden Fall wow, fand ich richtig gut. Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen. Und zwar von Ernest Cline, Ready Player One. Viele werden es vielleicht kennen, weil dieses Jahr der Film rauskommt. Es wird ja schon ein bisschen Werbung gemacht und ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, wie Steven Spielberg das umgesetzt hat. Ich weiß, viele sind von dem Trailer noch nicht so begeistert, aber ich lasse mich einfach mal ganz unvoreingenommen überraschen. Und in Ready Player One, ich hatte sehr lange auf meinem Sub, weil ich dachte, es ist so ein Science-Fiction-Virtual-Reality-Ding. Ich habe mir irgendwie was ganz anderes von da vorgestellt, aber es ist witzig. Es geht um Virtual Reality, um die Oasis, wo die Menschen sich einloggen und mit ihren Avataren ja, Abenteuer begehen, aber auch einfach zur Schule gehen. Und alles ist sehr konzentriert auf diese Oasis. Und der Macher davon, der natürlich Multimilliardär ist, verstirbt und in seinem Testament hinterlässt er ein ja, Gewinnspiel sozusagen. Er versteckt Schlüssel und Tore, um am Ende ein Easter Egg zu finden. Und wer das schafft, es in dieser riesigen virtuellen Realität, dieses Easter Egg zu finden, der erbt alles von ihm. Ja, und dann geht die Jagd natürlich los. Das Buch beginnt, nachdem, glaube ich, schon ein Jahr vorbei ist und nicht mehr viel passiert. Und der Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall, das hat mir super gut gefallen. Es ist aus seiner Sicht geschrieben. Er jagt eben auch dieses Easter Egg. Und es geht um Freundschaft, es geht um Abenteuer. Und diese ganze 80er-Jahre-Computer-Szenerie, weil es spielt zwar in der Zukunft, aber die 80er werden total gefeiert da drin. Und ich fand das unfassbar gut. Ein richtig, richtig gutes Buch, was ich jedem ans Herz legen kann. Ein weiteres Buch, was noch gar nicht so lange her ist, dass ich das gelesen habe. Ich habe mir wirklich alle Bücher vom letzten Jahr nochmal angeguckt, aber das waren meine Top 5. Und zwar von Neil Schusterman, Scythe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die Hüter des Todes. Ich habe euch im Lesemonat November oder Dezember, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich euch schon darüber berichtet. Großartiges Buch. Neil Schusterman ist für mich der Gott der Jugenddystopien und hier hat er mal wieder eine tolle Reihe angefangen. Ich freue mich schon auf die nächsten Bände. Es geht um die Menschheit, die so hoch entwickelt ist in der Zukunft, dass sie den Tod überwunden haben. Das heißt, niemand muss mehr sterben, was natürlich schlecht ist, denn die Erde hat begrenzten Raum, das wissen wir alle. Und es gibt die Scythes, also die Sensenmänner, die dazu ausgebildet werden, Menschen nach einem gewissen Schema, einer Quote zu töten, um diesem Problem Herr zu werden. Und dann geht es um zwei Protagonisten, ein Junge und ein Mädchen. Die werden ausgebildet, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Und ja, super spannend, super gesellschaftskritisch. So wie Neil Schusterman einfach schreibt, das ist großartig. Man ja, schwebt durch diese Seiten und kann einfach nicht aufhören. Ich habe es auch super schnell gelesen gehabt. Großartiges Buch, lest es unbedingt. Und ich habe bis jetzt auch tatsächlich nur positive Stimmen gehört. Weiter geht's endlich mit einem Buch, was ich euch richtig zeigen kann. Das muss ich nämlich meiner Freundin noch wiedergeben. Maike Winnemuth, Das große Los. Ich glaube, wer mir schon ein bisschen folgt, wird wissen, dass ich dieses Buch extrem gefeiert habe. Deswegen ist es auch ein absolutes Jahreshighlight. Und zwar geht es um Maike Winnemuth, die das große Los zieht, indem sie bei Wer wird Millionär, ich glaube, 500.000 Euro gewinnt. Oder Mark? Nein, ich glaube, es war ein Euro. Und ein Jahr lang durch die Welt reist. Und zwar, indem sie jeden Monat in einer anderen Stadt ist, einer anderen Metropole. Und ich fand es großartig. Es ist super witzig geschrieben. Sie hat ganz, ganz tolle ja, Ideen und Gedanken, die einen nachdenken lassen. Und sie ist, ich gucke gerade mal, in Mumbai, in Shanghai, Sydney, Addis Abeba, Barcelona, Havanna, San Francisco, Honolulu.
Großartiges Buch. Ich verlinke euch die Rezension dazu nochmal, wenn euch das näher interessiert. Ein weiteres absolutes Highlight und auch ein Lebenslese-Highlight für mich ist mein erstes Anne-Freitag-Buch, Mein bester letzter Sommer. Ich weiß gar nicht, warum ich dazu keine Einzelrätsel gedreht habe. Ich weiß nicht, sollte ich das nochmal nachholen? Ich habe es, glaube ich, schon so oft in die Kamera gehalten und gefeiert. Ich habe auch einen Blogpost dazu geschrieben, denn in diesem Buch geht es um ein junges Mädchen, was ein Herzleiden hat und weiß, dass sie sterben wird. Und dann trifft sie auf Tessa und Oscar. Das ist verrückt, dass ich die Namen noch weiß. Normalerweise vergesse ich die immer. Und ja, sie erlebt ihren besten letzten Sommer. Und dieses Buch ist einfach so schön geschrieben. Es geht ans Herz, es lässt einen lachen und weinen zugleich. Anne Freitag hat einen unfassbar schönen Stil zu schreiben. Ich wollte eigentlich immer noch mehr von ihr lesen. Das nehme ich mir wirklich auch für 2018 vor, aber erstmal muss mein Sub runter. Ja, das Buch ist großartig, also kann ich jedem ans Herz legen, wie eigentlich alle Tops. Wieso wiederhole ich mich hier? Und kommen wir zum letzten der 5 Einzelbücher meiner Tops, und zwar Caraval. Dazu gibt es auch eine Einzelrezi, unten in der Infobox. Es ist nur ein Spiel von Stephanie Garber, das habe ich in meiner ersten Leserunde gelesen. Ich möchte dieses Jahr auch mal wieder an mehr Leserunden teilnehmen. Was schwierig ist, weil oft bedeutet, dass ich muss ein Buch kaufen, was ich gar nicht will, sondern mein eigenes Sub mal runterbekommen. Aber ja, in diesem Buch geht es um Scarlett und sie möchte aus ihrer eigenen Welt, ihrem eigenen Leben entfliehen. Sie hat einen gewalttätigen Vater, sie ist sehr verbunden mit ihrer Schwester und es gibt eben Caraval. Das ist eine Art Zirkus, der einmal im Jahr oder ja, stattfindet. Und ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig die Details. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, sie nimmt dran teil und ja, das ist einfach bunt und spannend, interessant, eine ganz andere Welt. Und ich fand das Ende gut. Es gibt eine Fortsetzung oder es soll eine geben. Ich weiß gar nicht, wann sie rauskommt und ich weiß noch nicht, ob es dann wirklich eine Fortsetzung ist oder nur aus einer anderen Sicht geschrieben wird, weil das Ende lässt vermuten, dass das zweite Buch vielleicht aus der Sicht von Scarlets Schwester geschrieben ist. Ich bin nicht sicher, ich muss da mal recherchieren, aber ich fand das Buch wunderschön, mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe es schnell gelesen, weil ich es so spannend fand und einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Die Welt ist toll, die Stephanie Garber da gezaubert hat. Und ja, das Cover, ich meine, guckt euch das Cover an, es ist wunderschön. Ja, ein tolles Buch, leider mit Nagellackfleck, das war ich. Kommen wir zum letzten großen Tipp, und zwar eine Reihe, die ich euch ans Herz legen kann. Gott, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Eine Reihe, die ihr unbedingt lesen müsst. Ja, wer mir schon ein bisschen folgt, der wird wissen, was ich jetzt gleich hochhalte. Es ist schwer. Percy Jackson von Rick Riordan. Ich liebe Percy Jackson. Also kommt direkt nach Harry Potter, vielleicht sogar auf der gleichen Stufe. Ich bin nicht sicher. Dafür müsste ich Harry Potter nochmal wieder lesen. Ich habe alle 5 Bände in 2017 durchgelesen. Ich habe sie geliebt. Ich habe zwischendurch mal mit anderen Büchern Pause gemacht, musste dann aber weitermachen mit Percy. Ich habe Helden des Olympia und es gibt ja auch noch Magnus Chase und die Kane-Chroniken von Rick Riordan. Dieser Mann ist göttlich. Ich habe seinen Schreibstil geliebt. Es geht hier um Percy Jackson, wie der Name schon sagt. Das ist Urban Fantasy. Und Percy ist ein Halbgott, das erfährt er am Anfang dieser Reihe. Und zwar ist er der Sohn von Poseidon. Ich wollte gerade Zeus sagen, nein, es ist Poseidon. Und ja, er kommt dann in das Halbblutcamp und lernt dort Freunde kennen und muss in jedem Buch tolle Abenteuer bestehen. Es geht immer um die griechische Mythologie. Der Olymp befindet sich über dem Empire State Building in New York. Percy lebt auch in New York. Dieses Buch ist einfach für mich gemacht, oder diese Reihe. Großartig. Sehr, sehr, sehr tolle Reihe. Ich weiß gar nicht, der erste Band habe ich irgendwie zu viel Leserillen reingemacht. Aber ich finde auch diesen Schuber ganz toll. Das sind die Taschenbücher, der ist nicht teuer. Ich verlinke euch sowieso alle Produkte, wo ihr sie auch kaufen könnt. Alle Produkte, alle Bücher unten in der Infobox. Und ja, ich habe mir damals direkt den Schuber gekauft, weil ich vermutet habe, dass diese Buchreihe mir gefallen wird. Und ich habe recht behalten. Ja, mit Helden des Olymp möchte ich definitiv weitermachen. Die liegen ja auch auf meinem Sub, denn die Bücher sind schon hier. Ich sehe sie. Und da freue ich mich drauf, wieder in die Welt der griechischen Götter einzutauchen. Das waren also meine Top 5 und auch die Flops 2017.
Ich freue mich auf das Lesejahr 2018. Ich bin gespannt, wie viel ich schaffe. Im Moment komme ich nicht so viel zum Lesen, aber ich muss mich erstmal wieder in meinen Alltag hier integrieren. Wenn das Video online geht, bin ich vielleicht schon wieder voll im Leseflow. Folgt mir auch gerne auf Goodreads, da werdet ihr immer informiert. Auf dem Blog, in der Sidebar, seht ihr auch immer, was ich gerade lese. Da gibt es auch Buchrezensionen, hier gibt es die Lesemonate. Und überhaupt, Lesen ist toll. Ich freue mich, dass ich ja jetzt schon vor 2, 3 Jahren das Lesen wieder für mich entdeckt habe. Und ja, 2017 war definitiv das Lesejahr überhaupt mit 84 Büchern. Das ist echt immer noch der Wahnsinn. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ich habe mir 50 als Ziel gesetzt. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie noch höher ansetzen. Ich bin ja auch ein paar Mal im Urlaub und ja, möchte mir auch weiterhin Zeit fürs Lesen nehmen. Das klappt aber, denke ich, dann ab Februar, März auch wieder besser, wenn ich erstmal so ein bisschen wieder in meinem Rhythmus hier bin. Und ja, jetzt möchte ich von euch natürlich wissen, was eure Tops und Flops in 2017 waren. Welches Buch habt ihr unbedingt, habt ihr absolut gefeiert und müsst ihr unbedingt mir empfehlen? Ich habe eine kleine Sprachstörung, ich sollte jetzt aufhören, Videos zu drehen. Das würde mich interessieren, also euer absolutes Highlight. Vielleicht ist da ja noch eine neue Entdeckung für mich dabei oder etwas von meinem Sub, das wäre besser. Ich quatsch nicht lang, ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss! Links findet ihr noch ein Video von mir und rechts solltet ihr auf jeden Fall das Abo anklicken, dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video.